Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds mit dem Drago Basel und dem neuen Skin vom Fireball. Mann, ich lieb den. Ja, ich musste direkt noch ein Partende euch den Fireball Skin so ein bisschen vorstellen und jetzt können wir direkt noch im Alten weiterlaufen. Gegner nicht wieder besiegen bis dorthin. So, jetzt nehmen wir wieder am obersten Rand. Jetzt müssen wir wieder gegen Monster. Es ist ganz komisch zu spielen. Es ist viel abgelenkter. Also man fühlt sich so übermächtig jetzt. Oh, hier ist der sogar der Gebietsboss und der hat keine Chance gegen mich. Ich muss nicht mal irgendwas fluchen, nix. Ich fühle mich OP. Dankeschön. Mann, das wird ja so geil sein mit den vielen Feuerbällen da. Oh Gott. Boah. Wisst ihr, was mich das an erinnert? Ich bin so ein Feuerwerksfan. Wir haben Feiertag in der Schweiz am 1. August. Da machen wir immer Feuerwerke auch noch. Nebenbei in New York natürlich. Aber da bin ich immer wieder so extrem. Also die extrem großen, fetten Raketen. Diese Knollenraketen, also die runden mit dem runden Kopf. Und die ganz dicken, fetten. Also wirklich die mega fetten. Dann auch die Explosions, also die, wo nur Explosionen machen in höllischer Lautstärke, die mag ich auch sehr. So. Machen wir da mal ein bisschen besser. Ich muss doch fluchen können, dass ich überhaupt nicht einsetze. Drago, der Flucher. Was soll ich fluchen? Hey, du blödes, feuerresistentes Monster, jetzt komme ich und besiege dich mit einem Feuerball. Ach, ein Fluch. Ja, schön. Brennt. Brennt. Fluch. Wir sind einfach so richtig frostig, aber schießen Feuerbälle. Drachen. Ja, ich bin halt der Drago und brauche diesen Skin. Habt ihr was dagegen? Ja, habt ihr was dagegen? Ja, dann Pech. Mich juckt es nicht. Ich fluche einfach die ganze Zeit. Gut. Schön, alles besiegen. Ja, alles besiegen. Wir besiegen alles. Wir jucken auf den Schwierigkeitsgrad. Wir sind einfach zu OP. Jetzt Geister, die einfach in Flammen aufgehen. Sogar recht feuerresistente Quallen. Einfach alle One-Hit. Außer die Bären nicht. Aber das ist normal. Also also Magie, Zauber sind eigentlich nie sofort richtig stark. In Kombination mit den Passiven. Und jetzt sind wir bei der Pyramide. In Kombination einfach mit starken Zauber, also so richtig starke Zauber. Die sind dann One-Hit. Also die machen One-Hits, aber vor allem die Nahkampfattacken, die machen One-Hit. Schneller. Oh. Die sind doch die haben doch mal mehr gebrannt, oder? So schwarz sind die mich mehr nicht in Erinnerung. Ah, ist das schön, oder? Hui. Schaut euch das an. Ich bin
Drachenfan, ich bin Feuerfan, ich bin Feuerwerksfan, ich bin. Das gehört mir. Hui. Na, da habt ihr gar keine Chance mehr, ihr blöden Giftviecher. Einfach nur sterben, bitte. Danke. So, mal ein bisschen ganz diese Pyramide erkunden. Oh, schaut euch das an. Ich wollte schauen, ob der AOE-Bereich reicht, aber er reicht nicht. Aber das sah so schön aus. Und der Gegner war so extrem beeindruckt. Gut, dann hier noch. Ja. Schön's ein abkriegen. Das erinnert mich an Final Fantasy. An Bahamut. Mann, diese Nostalgiegefühle wieder. Alte Spiele sind einfach die besten. Bis dann wieder coole neue kommen, aber es wird wahrscheinlich noch einige Zeit gehen. Ja, okay. Half-Effect ist schon gut, aber so richtig bahnbrechend, so. Wisst ihr, als ich Final Fantasy 9 gespielt habe, war ich so extrem fasziniert von Kuya, dem Boss. Dem, ja, nicht gerade der Endboss, aber der zweite Endboss. Und ich war so mega fasziniert von dem. Und hat mir einfach so gezeigt, was so Böse können, so richtig. Bin ja nie der Böse gewesen. Kannte also so Bosheit eigentlich noch nie. War schon recht früh dann konfrontiert mit jungen Jahren. 12-jährig war ich da. Das Spiel ist ab 12, oder? Denk schon. Und ab 6. Aber es war schon eine coole Erfahrung. Was ich natürlich auch gesehen habe, ist zum Beispiel Janendorf aus Zelda. Und ja, Baus. Ja. Also eigentlich ist 98 kam Zelda OOT raus. Ab da war es ungefähr so, dass ich dann langsam böse Spiele mochte. Anfing zu kaufen. Weil ich konnte immer alles sofort kaufen. Meine Eltern schauten nie auch drauf, dass ich etwas nicht Böses kaufen konnte und so. Ich habe es nicht gemacht sozusagen. Meine Eltern haben mich vertraut. Komm weg mit der Aura. Das ist nämlich eine Unbesiegbarkeitsaura. So. Und ja, weil es der Boss gehabt hat, konnte ich den nicht wegmachen. Aber du musst immer den Anführer töten, damit die anderen auch sterben können. Unter dieser Aura. Ja, ja. Frech, aber gut gemacht. So. Jetzt kommt dann bald der Boss, aber es gibt noch 3 Ebenen, glaube ich, oder 4. Weiß jetzt gar nicht, wo wir sind im ersten gewesen, gell? Das ist auf jeden Fall das Größte und es wird ja wie in einer Pyramide immer kleiner. Je höher wir kommen. Static Strike, den mochte ich nie so richtig. Das war OP gewesen früher. Ich weiß nicht, ob jetzt noch OP ist, aber es fehlte ihm an Schnelligkeit, glaube ich. Es brauchte mir einige Zeit zum Aufladen. Natürlich, dann Endgame ist das blitzschnell, weil man dann schon recht schnell ist. Also könnt ihr jetzt vorstellen, dass dieser Feuerball-Skill, Feuerball-Bild 1000 Mal schneller ist dann am Endgame. Ich werde dafür sorgen.
Mann, ich will noch mal ein paar Essenssteine. Dann tue ich überhaupt alles erkunden. Aber habt ihr auch nicht das Gefühl, das ist jetzt besser geworden, Aoi? Das ist nur der Skin und der, ich denke immer, es ist mehr Aoi. Der war ja schon immer so hoch. Schaut aus, habt ihr gesehen? Das ist heftig. Also im Endgame muss ich danach mal wieder ohne Skin spielen, aber bis dann liebe ich ihn. Weil im Endgame dann will ich auch nochmal schauen, wie es dann im normalen aussieht. Ohne Skin. Ah, hier ist der Gang nach oben. Cool. Okay. Schrein haben wir. Dann gehen wir noch kurz hoch. So, Flammability. Fusing, dankeschön, guter Sound. Dank dem Never Sink Filter. Da ist nix. Hm, da. Oh, komm, wieder Spinnen. Nicht. Ah, die gibt's, glaube ich, hier gar nicht in der Pyramide. Also, dann gehen wir runter. Hoch, meine ich. Ah, Dungeon geht man doch immer runter. Wer Dungeons sehen will, die richtig gut werden und so, muss noch ein bisschen Geduld haben, aber ich baue sie in meinem Minecraft-Projekt Infinity Evolved. Nicht Infinity Evolved, Kingdom Evolved. Infinity Evolved ist ein Modpack, das es einfach so gibt von FeeDeBeast und nicht so gut ist wie meins. Kingdom Evolved. So. Und wenn wir das irgendwie machen könnten, dass es ein bisschen mehr Action-Rollenspiel wird, könnte man die Dungeons dann auch sehr gut spielen. So ein bisschen importieren nach Path of Exile. Ah. Heftigst. Ja, ich war noch nie so glücklich über meine Projekte. Bin schon süchtig nach meinem Projekt. Hauptgrund ist schon Path of Exile, weil es einfach so geil viel Spaß macht. Ja. Und auch zugeschaut wird. Zum guten Glück. Es muss einfach alles noch ein bisschen mehr werden. Wenn einfach mehr Leute schauen, weil sie mich besser finden. Ja, und ich dann auch mehr Kommentare bekomme, was ich besser machen könnte und so weiter. Dann wird... Ja, dann bin ich so hoch erfreut, dass ich schon... Ja, was soll ich sagen? Sehr tolle Let's Plays machen. Schlicht gesagt. Gut. Aber ich sage jetzt lieber nicht zu anderen Let's Player. Sie sind schon gut, aber... Sie machen ein paar Sachen halt ein bisschen falsch. Wer mich kennt, der weiß, wieso, was ich meine. Und mich würde es freuen, wenn die sich ein bisschen anpassen könnten. Und ja, ich muss ja mich nicht anpassen. Ich kann ja so sein, wie ich es gerne hätte.
die ihr auch gern hättet, wenn ihr gute Vorschläge bietet. Und ja, mal schauen. Oh, wir haben einen Weg ringsum genommen. Aber jetzt haben wir auch alles entdeckt, oder? Da drüben können wir nicht hin, denke ich mal. So. Ja, jetzt sind wir oben. Jetzt kommt eine lange Sequenz, die mich nervt immer wieder. So, kommst du? Vorwärts, hopp, 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 hopp. Du bist eine arme Lampe, Ente. Was ist jetzt los? Ich wollte dich eigentlich nehmen. Schön, jetzt komm. Gas geben. Bist du ein Idiot? Schaut euch mal das an, hä? Dieser Schaden auch. Das ist einer der zähesten Gegner und wir besiegen ihn einfach in ein paar Sekunden. Krass. Ja, natürlich ist es nicht besser als so extrem Hardcore Livestream und so, wo die Items einfach alle geschenkt bekommen und dann sich mega freuen. Oh, ich habe einen Gegner besiegt. Natürlich hast du den Gegner besiegt. Du hast auch alles erhandelt und verkauft, geschenkt bekommen und so weiter. Naja. Akt 3. Aha. Mein Lieblingsakt. Erstmal ein bisschen herausfordern. Also, Ende Akt 3 ist schwer als Anfang Akt 4. Und, einfach die Gegner sind sehr, haben mehr Resistenzen und so. Dafür hat Akt 4 blöde Gegner, die dich wann hinten können und sonst Sachen. Also vor allem die Boss. Und das Bluten die ganze Zeit. Oh. Beim Endboss seht ihr so viel Blut, das ist so hässlich. Die Gegner gehen die ganze Zeit auf den Deckhöhe-Toten. Okay, man sieht irgendwie die Juwelen nicht gut. Sie fressen das Blau ins Auge. Gott, oh Gott. Dafür retten wir die Clarissa. Hallo, Clarissa. Es gibt, ich sag mal nichts, aber es gibt Livestreamer, die vergessen die Clarissa die ganze Zeit. Die laufen einfach weiter und kommen dann nicht mehr weiter, weil sie keine Quests haben. Tja. Ja, sorry, der Platz ist voll gewesen von der Festplatte. Und ja, ich bin einfach hier reingekommen, hier hoch und dann hier runter und jetzt sind wir im Akt 3. Hab ein paar Items gefunden, zum Beispiel, mal kurz. Ja, hier habe ich ein paar Sachen zusammengelegt von diesen Essenzsplittern und hier den Eyeshot plus 6% Qualität. Ja, das war's eigentlich. Und ich bin, ein Gebiet weiter, die Slums. Und das zeige ich euch kurz noch mal hier draußen. Ja, das ist so ein Gebiet. Ist jetzt nicht so interessant. Hat nicht viel mehr als so, ja. Noch ein paar Brücken. Da vorne haben wir die Dachbrücken. So Bretter und Stein. Ja. Dafür gehen wir jetzt ins Krematorium. Das hat diese Frau, die wir gerettet haben, am Anfang dieses Bades, ja, nach einem Endboss. Und ich habe mich hier rüber noch geskillt. Wir gehen jetzt hier runter, da runter, da hoch, nehmen die Kugel mit.
bis wir noch 8 Level haben. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so passiert, dass ich den voll habe. Ich habe viele Videos, die ich einfach gebackt saved habe, gelöscht. Die sind einfach zu gigantisch. Also Flaps macht gigantische Videos. Und deshalb habe ich die Festplatte schon voll. Meine 3 Gigabyte. Terabyte. So, das ist ein Feuer-Dungeon, also habe ich da ein paar Resistenzprobleme, aber ja, nicht so schlimm. Also die Gegner haben eben Feuerresistenz und ich habe Feuerzauber und das macht sie ein bisschen zäher. Aber ich habe ja diesen Flammelip, die Fluch. Die machen recht viel Schaden, diese Blitze. Gut, dann haben wir das. Ja, dann machen wir den auch. Der ist leicht. Genau, das ist der. Müssen wir einfach genug schnell sein. Und nicht reingehen, wenn es rot ist. Burn, baby, burn. Ja, wie findet ihr den Drachenzauber? Ich finde es... ist einfach eines der geilsten Zauber geworden mit diesem Feuerwerkzeug. Chinesischen Drachenfeuerwerk. Von Herr der Ringe ist doch... In Herr der Ringe, die Gefährten, ist doch am Anfang auch so ein Drache, der herumfliegt. So etwas. Oh, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, gut. Also wenn es anfängt brennen, ist es noch nicht zu spät, aber... Wenn er dann richtig glüht, dann haben wir viel Schaden pro Sekunde. Da hilft auch kein Trank nicht mehr. Außer Feuerresistenz hilft dann. Gut. Wie viel weiß ich jetzt nicht, das hilft. Ich glaube auch nicht ganz so 100%. So, dann haben wir den mal. Dann haben wir zwei. Ja, was habe ich denn... die Zeit gequasselt, als ich da eben nicht aufnehmen konnte, weil voll war und ich es nicht gemerkt habe. Ich habe gequasselt, dass ich den Zauber mega cool finde und ich spamme. Ich spamme einfach alles. Ja. Und fertig. Pete, ich möchte dich ein bisschen nerven. Komm jetzt, du Scheiß-Pete, mach mal fertig. Oh, bist du ein Idiot, hast du gesagt, oder was? So. Halt schon ab. Dankeschön. Ey, ich bin so gut mit diesem Körper. Habt ihr das gesehen? Ah ja, ich habe geredet, dass vielleicht Leute, die schon ein bisschen Puff of Exile gespielt haben, vielleicht... ja, nicht so sagen, ja, ich wäre so super stark, weil sie natürlich tausendmal stärker sind, so. Ist klar. Path of Exile wird zu 99% von Leuten gespielt, die einfach alle Items erhandeln oder ersuchen und fertig. Ich bin halt jetzt gerade einer, der Fly Safe Hunt spielt und die Items noch nicht hat, aber ich bin trotzdem sehr erfreut, dass ich so stark bin, ohne dass ich irgendwas erhandelt habe. Macht, spielt mal so. Spielt mal 100% Safe Hunt und alleine. Spielt es. Ihr werdet schwer Probleme haben. Ja. So, Elementen. Resistenzen. Ja, können wir wieder noch nicht tragen. Macht nichts. So. Also bis Ende Akt 3 müssen wir Resistenzen haben. Aber bis dann, ja, muss ich zuerst mal ein paar Items haben und die auch blaue Socke haben. Nun gut. Dann gehen wir hier rein. So, Dele. Das ist das Zepter des Gottes.
einen tollen Dungeon. Wer das Spiel kennt, weiß, was ich meine mit tollen Dungeon. Ein sehr beliebter Dungeon. Nun gut, vielleicht beim Livestreamen ist er nicht so beliebt, aber bei guten Spielern, die wissen, dass das nicht das Problem ist. Dazu sage ich nur, Magen ist schlimmer. Der Magen. Hässlich. Hässlich. Ich hoffe, ich spoile nicht zu viel, aber wenn ihr Magen denkt, könnte das doch ganz etwas anderes sein, oder nicht? Was denke ich mit Magen? Scheiße. Vielleicht Scheiße. Nee. Gut. Der Dark Skull. Kein Problem für uns. Schön, schön. Ja, toll. Wieder so etwas, was ich nicht gebrauchen kann. So, wir müssen 3 Büsten sammeln. Einen haben wir schon. Super. Dann bekommen wir wieder einen Skillpunkt. Hey, es ist einfach zu leicht geworden, hä? Ich bin zu overpowered. Zu overpowered. Otherworldly. Außerweltlich. Okay. Oder nebenweltlich. Je nachdem. Ich bin halt noch nicht so gut im Englisch, aber. Könnte doch sein, oder? So, ein bisschen vorwärts machen. Part ist leider bald vorüber, weil ich ihn splitten musste. Also nicht splitten für euch, sondern für mich ist er gesplittet. Für euch ist es zusammen. Alles gut, dass es dann zusammenkommt, wenn ich schon einen Fail gemacht habe und die Festplatte nicht aufgeräumt habe. Heieiei. Zu viele Videos auf dem auf der Festplatte. Geht mal gar nicht, oder? Fraps macht einfach mal gar nichts. Nein, sag nicht, ich nehme nicht mehr auf. Tja. Ah, hallo. Danke für die Orbs. Kiste. Schön, Level up. Jetzt sind wir 30, oder? Nein, 29, okay. Tipp. Schauen wir mal, jetzt müssen wir hier hin. Das war viel Feuer-Damage, aber wir müssen unbedingt AOE haben. Da bekommen wir nur 5%, glaube ich, habe ich gesehen. Aber immerhin auch noch ein bisschen dazu. Man könnte machen, dass ich optimalen AOE habe. Ohne Concentrated Effect und so. Dafür Increased Effect Radius. Oh. Fette Explosionen machen. Oh, das wird so ein geiler Bild. Und die Feuerballs Builds, die ich gesehen habe von Form schon Guides, fand ich nicht so toll. Eben, man muss irgendwie mischen zwischen Crit und Non-Crit. Und auch durch einen zweiten Zauber dann immer wieder aktivieren und deaktivieren, das ist nicht so toll. Da gibt es noch einen, der auf Non-Crit plus Brandschaden setzt und da braucht er ganz bestimmte Items. Ist nichts für Self-Found und für mich auch nicht. Ich bin ja Self-Found. Und das heißt, ja, der Bild ist auch nicht für mich und ich habe eine Schnarke an meinem Monitor. Das geht mal gar nicht. So, das ist der Weg dann ins zweite Gebiet, den zweiten Teil vom Akt.
Sodele. So, aber das wird knapp mit dem... Ja, da müssen wir nochmal hinlaufen. Schön, schön. Gut, den dritten haben wir dann im optimalen Gebiet auch so einen Sumpf Kanalisationszeugs. Ja, für mich sieht es eher wie ein Sumpf aus, Kanalisation. Ist auch nicht so moosig und so hässlich. Vergiftet. Hm. Ja, nochmals den Feuerball ein bisschen genießen. Bald werden wir es wahrscheinlich nicht mehr so genießen, weil wir es schon kennen. Aber ja, ist doch ein das ist mit Abstand das schönste Skin, den es gibt. Und den gab es schon ganz am Anfang, glaube ich. So, also, dann muss ich leider aufhören. Sonst habe ich wieder zu viele Videos auf meiner Festplatte. Muss ich alles hochladen können und für euch nicht allzu spät, dass ihr alles ein bisschen hinten dran habt. Und jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Schauen und sag mal, wie ihr den Feuerball-Skin findet, den Drachen. Ah, nochmals kurz. Langsam. Oh. Ui. Wow. Oh Gott. Schön. Oh. Oh. Okay, genug. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss, tschüss, tschüss.